Grüße und herzlich willkommen bei Busy Bee from Germany. Heute habe ich eine kleine Präsentation für euch vorbereitet. Sie ist über ein Thema, das sicher viele interessiert. Es ist der Wert deiner Barbie. Ich schaute mich auf YouTube nach Videos anderer YouTuber um mich inspirieren zu lassen, was ich filmen könnte, und fand dabei heraus, dass es fast keine Videos über den Wert von Barbies gibt. Das kommt aber auch nicht von ungefähr. Mein Video soll dir hier auch nur einen Überblick über die Faktoren geben, die den Wert beeinflussen können. Ich habe leider keine Röntgenaugen, so dass ich den Wert deiner Barbie genau bestimmen kann. Viele Sammler wollen gar nicht erst über das Thema sprechen. Warum? Die Frage nach dem Wert ist wirklich nicht leicht zu beantworten. Es gibt Milliarden von Barbies auf der Welt. Warum sollte ausgerechnet deine ein Vermögen wert sein? Wie ich schon erwähnt habe, gibt es viele Faktoren, die den Wert beeinflussen. Ich gehe ein bisschen genauer hierauf ein und gebe dir ein paar Beispiele der Einflussfaktoren auf den Wert. Weißt du zum Beispiel, wo deine Barbie produziert wurde? Sie hat eine Markierung am Rücken oder auf der rechten Pobacke, die dir zeigt, wo sie produziert wurde. Jede Barbie hat diese Markierung. Einige Länder, in denen sie hergestellt worden sein könnte, sind Länder wie Japan, Taiwan, Korea, Hongkong, Malaysia oder China, um nur ein paar zu nennen. Die Liste ist natürlich nicht vollständig. Ein anderer wichtiger Einflussfaktor ist das Jahr der Produktion. Die wichtigste Nachricht in diesem Video lautet, dass das Jahr 1966, das deine Barbie wahrscheinlich irgendwo stehen hat, nichts mit dem Jahr der Herstellung zu tun hat. Das 1966 zeigt lediglich das Jahr der Patentierung der Körperform. Und diese Form wurde fast 40 Jahre lang genutzt. Es gibt aber also sicherlich einige Millionen oder Milliarden mit dem 1966-Stempel. Ein anderer wichtiger Faktor zur Bestimmung des Wertes ist der Zustand deiner Puppe. Wie oft hast du mit ihr gespielt? Hat sie noch ihre originale Kleidung oder Frisur? Sind die Haare verklettet? Ein weiterer Faktor ist die Quantität der Produktion. Es gibt einige Faktoren, die die Quantität beeinflussen können. Zum Beispiel der Brand in einer Produktionshalle und die ganze Produktion wird dadurch vernichtet. Und du hast ein Modell aus dieser Fabrik gekauft, bevor die Fabrik niedergebrannt ist. Wenn bei dem Brand auch die Gussformen der Herstellung verloren gehen, dann hat eure Barbie durchaus Seltenheitswert. Das Ganze ist übrigens 1970 in einer mexikanischen Produktionsanlage tatsächlich passiert. Also nicht lachen. Die meisten Barbies stammen aber aus Massenproduktion. In den 1990ern gab es sogar eine Überproduktion. Ein weiterer Faktor, den du beachten solltest, ist dein Standpunkt auf der Erde. Wo lebst du? Willst du nur lokal oder global verkaufen? Bedenke den Punkt, wenn du nach deiner Barbie suchst. Hier ein kleines Beispiel. Ich lebe in Deutschland und ich mag spanische Barbies, die in den 1980er Jahren von Congost in Spanien unter Lizenz produziert wurden. Wie komme ich an diese Punkte? Vor der Globalisierung wäre die Chance wahrscheinlich sehr gering gewesen, überhaupt welche zu finden oder auch überhaupt nur davon gehört zu haben. Wir leben mittlerweile in der globalisierten Welt mit Computern und mobilem Internet. Und Sprache ist dank Google auch nicht mehr die größte Hürde. Wenn man also eine Barbie aus Spanien für den spanischen Markt gemacht haben will, dann kann ich eBay nutzen. Bedenkt immer, dass Sammler gerne Dinge wollen, die sie eigentlich nicht haben können. Für einige Sammler sind Barbies, die Anfang der 60er Jahre für den japanischen Markt hergestellt wurden, interessant. Es gibt ganz unterschiedliche Vorlieben, was Menschen so sammeln. Einige Modepuppensammler sammeln auch Klone von Modepuppen, wie Barbie. In Deutschland war ein Klon zum Beispiel Petra von Plasti oder Cindy. Die kennt vielleicht noch der eine oder andere. Für solche Puppen ist der Markt aber kleiner und ihr bekommt weniger Geld für die Kopien als für Barbie. Es ist wie immer eine Frage des eigenen Interesses und das liegt immer sehr stark am persönlichen Empfinden.
Das Schlimmste, was ihr einem Barbie-Sammler sagen könnt, ist: Ich habe eine Barbie von 1966 zu verkaufen. Das ist echt schlimm. Jeder Sammler kennt den Satz. Und es zeigt uns als Sammler nur, dass du keine Ahnung von dem hast, was vor dir liegt. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber es kommt leider regelmäßig vor, dass uns irgendwer Puppen von 1966 andrehen will. Irgendwann nervt es nur noch. Mach deine Hausaufgaben und man kann vielleicht ins Geschäft kommen. Und vergesst nicht, dass es nicht den einen Sammlertyp gibt. Jeder Sammler hat bei uns Barbie-Sammlern unterschiedliche Schwerpunkte. Einige sammeln nur die Barbies ihrer Kindheit. Andere sammeln nur Puppen aus einer bestimmten Ära. Einige sammeln zum Beispiel nur Vintage oder Mod. Andere sammeln nur Mod und Superstar. Einige sammeln auch nur Collector Barbie, also welche, die für den Sammlermarkt gemacht sind. Einige sammeln auch nur, um sie zu customizen. Also neue Haare, neues Make-up und dann nach den eigenen Vorstellungen umgestalten. Einige Sammler sammeln auch nur Barbies aus bestimmten Ländern wie Indien oder Spanien. Einige sammeln auch nur die Freunde von Barbie oder ihre Schwester Skippe. Das Wichtigste, wenn ihr was auf dem Barbie-Markt verkaufen wollt, ist Wissen. Du musst wissen, was du hast. Wenn du es nicht weißt, kann dich ein anderer auch andersherum über den Tisch ziehen. Um bei der 1966-Geschichte zu bleiben, habe ich hier ein paar Bilder. Es gibt einen Unterschied. Jeder Sammler weiß, dass die Barbie rechts nicht von 1966 ist. Ihr mögt mich jetzt fragen, zum Teufel, gibt es denn einen Unterschied, den ich kennen sollte? Und ich sage, klar, den gibt es. Und er heißt echte Wimpern. Die echten Wimpern hatten Barbies von 1967 bis 1971-72. Danach wurde die Produktion zu teuer und man stellte es ein. Jetzt wechseln wir mal die Seite. Du bist Sammler und ich Verkäufer. Wie viel würdest du für eine Barbie ausgeben wollen, die du schon 100-mal zu Hause hast? Und ich biete dir die 101. Barbie dieser Sorte. Wahrscheinlich denkst du dir jetzt, nicht viel. Aber das weiß ich in diesem Moment, in dem ich sie dir anbiete, nicht. Für dich als Nichtsammler ist es wahrscheinlich einfacher nachzuvollziehen, worüber ich hier die ganze Zeit rede, wenn ich dir mal einen kurzen Überblick über die ganzen Äras gebe, die wir so kennen. Wir kennen die Vintage-Ära von 1959 bis 1966-67. Wir kennen die Mod-Ära von 1967 bis 1973-74. Wir kennen das, was ich Pre-Superstar-Ära nenne, von 1974 bis 1977. Wir kennen die Superstar-Ära von 1977 bis 1989-90. Wir kennen die Superstar-Ära 2 von 1990 bis 2001-2002. Für mehr visuellen Anspruch gibt es jetzt auch noch eine kurze Präsentation mit ausgewählten Modellen. Alle wären viel zu viel. Das sprengt den Rahmen hier. Ich gebe euch nur einen Überblick. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so wenige Barbies aus der Pre-Super-Zeit habe, aber ich habe einfach Probleme, mich mit denen anzufreunden. Charakteristika Nummer 1 der Superstar-Ära ist natürlich der Diamantschmuck. In der Superstar-Ära 2 kommen die Barbies vom Sammlermarkt noch dazu, was den Markt enorm vergrößert. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, dir gefällt meine kleine Präsentation. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Jeden Freitag kommt ein neues spannendes Video für dich. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Danke!